Ja, Leute, herzlich willkommen. So, wir machen weiter. Wir wollen wieder ein paar Splats umlegen. Und ja, die ersten Level haben wir schon abgeschlossen. Jetzt geht's dann in der Biozone oder Biozone weiter. Und oh, hier haben wir nur eins. Ah, das andere wird wahrscheinlich dann hiernach freigeschaltet. Ich überlege gerade, hatten wir nicht immer Musik? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt drei Splats, drei unterschiedliche. Einer scheinbar mit leichter Verteidigung und einer mit schwerer. Die Werkzeuge, die Aufgaben. Zwei Splats mit einem Felsbrocken. Nur ein Splat darf den Ausgang benutzen und alle Splats töten, beziehungsweise ein Turbo-Splat in einer Lavagrube umlegen. Der Turbo-Splat ist vermutlich dann dieser hier in der Mitte, weil das ist ja der gepanzerte. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wie der heißt, aber macht ja auch nichts. So, das hier wird mit Sicherheit dann für den Felsbrocken das sein. So, im Interesse der Wissenschaft habe ich heute Morgen drei Dosen von diesem Energy Drink in die Klonbottiche geschüttet. Darf ich vorstellen, der Turbo-Splat. Der Turbo-Splat bewegt sich wesentlich schneller als die anderen Splats. Seine schwächliche Konstitution scheint eine unerwartete Nebenwirkung zu sein. Ja, alles hat auch einen Nachteil. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Ach, das ist zum Teleporten. Jetzt können wir die Dinger dann auch umstellen. Also, hier kommt der Ball runter. Fällt er automatisch runter? Ne, da müssen wir dann wahrscheinlich den hier mit. Und das ist der Turbo-Splat. Ach, der joggt. Auch interessant. Okay, so. Also, zurücksetzen. So, also, wir brauchen natürlich diese Bombe hier, die dann das hier aktiviert, den Fels. So, hier geht das Ding rein und muss dann vermutlich hier wieder raus, so damit er hier dann alles schön wegräumen kann. Die ersten Level, wenn man neue Sachen hat, ist es ja immer ein bisschen leichter. Ach so, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, zur Not müssen wir es umstellen. Blau rein, blau raus eigentlich, ne? Mal gucken. So, und dann nimmt er die mit und der eine soll in der Lavagrube landen. Vielleicht müssen wir den fliegen lassen oder so. Müssen wir mal ausprobieren. Ich würde es so einfach mal ausprobieren. So, warten wir kurz. Und dann aktivieren wir das Ding. Er hier wird hoch, fliegt hoch. Ah, fast. Aber sonst würde es dann passen. Also. Das hier lenken wir dann einen weiter nach rechts. Da müsste es passen. Und dann warten wir nochmal kurz ab. Ja, das müsste es alles gewesen sein, oder? Fels-Doppelkill, einer in der Lavagrube. So ist es. Drei Sternchen für uns. Und weiter geht's. So, erreiche eine 3-Sterne-Wertung für alle Labore in einer beliebigen Zone. Schließe alle Biozonen-Labore ab. Ach, das war nur ein Level? Ach, guck an. Na gut. So, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier auch Folgennamen habe. Glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Macht auch nichts. So, dann Sektor 0. Das ist der letzte Sektor. Kommen wir noch gar nicht rein?
Okay, vielleicht ist der noch nicht. Vielleicht ist der noch nicht freigeschalten. Dann können wir mal eben ganz kurz vielleicht gucken. Steht hier irgendwas? Oh, scheinbar nicht. Das ist ja doof. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir jetzt machen? Also Trainingslabore, das hatten wir, die drei. Im Keller waren wir auch. Im Kontrollraum waren wir auch. Biozone haben wir. Sektor 0. Sektor 0 geht nicht. So. Das Gewölbe. Dann gucken wir noch mal ins Gewölbe rein. Aha. Statistik. 35 Labore bestanden, 17 mal fehlgeschlagen. 181 getötete Splats, dabei die Hälfte mit Felsbrocken. Interessant. So, Arten zu sterben. Oh, da haben wir noch ein paar, ne? Ach, das sind so. Ach, guck an. Die ganzen möglichen Kombinationen. Und das sind nicht nur die beiden Seiten, sondern hier, das geht noch weiter. Leck mich am Arsch. Oh mein Gott. Falls ihr denkt, dass wir das machen, dann seid ihr auf dem Holzweg. Das ist too much. So, was ich aber noch ganz gerne hier erfolge. Ach, das sind die Achievements, ne? Schließe alle Sektor 0 Labore ab. Häufe 100 Sterne an. Alle 101 ATS entdeckt. Entdecke 50 WTDs. Way to Dice. Was heißt ATS? Weiß ich jetzt nicht. Töte einen Panzer, Alpha und Turbo in einer Sekunde. Das kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir, glaube ich, hin. Alle Kontrollraumlabore. Haben wir das nicht geschafft? Gucken wir mal. So, aber erstmal möchte ich hier ganz kurz, dass man alle die drei verschiedenen hier innerhalb von einer Sekunde plättet. Das sollte ja überhaupt kein Thema sein. Müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt hier. Das könnte schon reichen, ne? Okay, müssen wir erst warten, bis die zu uns kommen. Das heißt, wir setzen es kurz zurück. Der Turbo, der wird ja direkt loslaufen. Das heißt, den schießen wir dann schön wieder erstmal wieder zurück. So, und dann probieren wir es mal aus. Also das war so eigentlich nicht gewollt. Ich glaube, von der anderen Seite ist es auch einfach besser. Ich glaube, von der anderen Seite ist es einfach noch besser. Also vielleicht. Tja. Oder auch nicht. Vergesst es. Nee, machen wir jetzt nicht. Und dann fehlte uns noch irgendwo was. Sektor 0. 800. Warum 800 Sterne? Ich meine, wir haben 57. Und hier haben wir etwas nicht abgeschlossen. Haben wir den gar nicht geschafft? Was war das denn noch?
Okay, hier sollten wir zumindest. Also, Hauptziel, Combo. Nur eins bedarf den Ausgang benutzen. Dann gucken wir hier nochmal rein. Das war dieses total doofe Ding. Wo die hier so hoch und dann hier, ne? Ihr wisst, mit diesem Ding hier. Das, ach nee, das war. Ach, vergesst es. Das mache ich auf keinen Fall. Das war nämlich das, was wir eigentlich schon geschafft hatten. Jetzt muss ich mal überlegen. Wie hatten wir das noch gemacht? Hier hatten wir den Kuchen. Hier muss, glaube ich, der Schleim. Hier. Das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich, egal, wo der hier hinkommt, ne? Wir müssen auf jeden Fall einen hier drin reinkriegen. Keine Ahnung, was wir mit dem Ding machen. Und hier schießen wir dann einen. Ne, gar nicht. Der kam ja hier dann hin, ne? So, ich probier's nochmal. Ach ne, mit dem Ding müssen wir natürlich das hier aktivieren. Entschuldigung. Ich hatte mich nämlich eben schon gefragt, wie das am besten hier noch ging. So. Und dann probiere ich das mal aus. So, ich muss nur mal kurz gucken, wie das Timing am besten ist, ne? So, der hier. Okay, das klappt auf jeden Fall nicht. Der muss weiter nach vorne schießen. So. Warten wir kurz. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur hoffen, dass der andere hier, dass das jetzt passt. Das ist immer noch doof. Wenn die hier jetzt reingehen, haben wir dann wenigstens irgendwas abgeschlossen? Nicht, ne? Weil wir das hier. Also, aber das, wie gesagt, wir hatten das ja gemacht. Und das war ja irgendwie buggy, ne? Wir hatten das auf jeden Fall geschafft. Ich lasse das jetzt auch. Keine Ahnung, warum es hier nicht weitergeht. Ich weiß es nicht. Ich werde hier nach Release nochmal reingucken. Warum wir nicht in den Sektor 0 können. Ich hatte jetzt gedacht, dass da viele neue Level auf uns warten. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist es halt nicht so. Und dann müssen wir erstmal, warten wir erstmal ab bis zur nächsten, bis zum nächsten Mal. Vielleicht geht es hier weiter, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, ich guck mal nach Release nächsten Freitag. Geht's, glaube ich, los. Und wenn das hier nicht freigeschaltet ist, dann nicht. Also, wir sehen uns hoffentlich wieder in diesem Spiel. Ansonsten halt bei anderen Projekten. Macht es gut und bis dann.